Oh mein Gott. Welcome everybody. Herzlich willkommen. Wir haben heute eine recht einfache Praxis. We have a kind of a simple practice today. Aber ich habe sie, wir haben sie, ich glaube, im Retreat in Buchenau gemacht. We made it in our retreat in Buchenau. Ich habe das Gefühl, dass sie eine sehr interessante Wirkung hat in unseren Beziehungsfeldern. And I had the sensation. It has really a nice effect in our fields of, in the fields of our relations. Die Überschrift über der Praxis ist, dass sie für Wohlstand und Prosperity ist. So it's written on top of the PDF that this is actually a practice for prosperity. Aber von meinem Gefühl her ist es mehr so, dass sie dir wirklich ein sehr gutes Gefühl und eine sehr gute Übersicht gibt in deinen verschiedenen Interaktionen oder auch in der Präsenz in Interaktionen. Ja? But I have the sensation it gives you really more of a like a really good sense how you are in touch and moving with people. Von daher kann das natürlich sein, dass es auch einen Impact hat in deinem Erfolg. No? I'm very sure that this can have also an impact in your success. Aber ich würde das nicht auf dieser Ebene sehen, but this is not a way I would approach this practice. Ja? Sondern vielmehr auf dieser Ebene, wie du dich in deinen Beziehungsfeldern bewegen kannst. More like in a way, how you can actually move in your fields of relation. Und sie arbeitet gerade in der ersten Praxis an einem sehr interessanten inneren Konflikt. And especially in the first practice we do, it really deals with a very interesting conflict we have. Und zwar, dass du am liebsten sagen würdest, ist mir scheißegal, that you would like to say, I don't care, I don't give a shit. Let's say it like very straight. Aber in Wirklichkeit tut es dir doch weh, but in reality it really hurts you. Und in diesen Konflikt, diese innere Spannung zu lösen, ist das, was diese Kriya, worin diese Kriya dich sehr unterstützen kann. But to resolve that kind of a inner conflict is what this Kriya can be really helpful for you to reduce. Ich glaube, das ist ganz spannend. And I think that's very interesting. Wir werden sehen, ob wir vielleicht noch eine zweite Praxis anschließen oder ob wir es heute kürzer halten. We will see if we do a second practice after this or if we hold it shorter tonight. Gucken wir einfach mal, wie der Space ist. Let's see how the space is. Aber diese spezifische Kriya dauert etwas über 20 Minuten. No? But the specific Kriya, it only takes around 20, 25 minutes to do it. Und vielleicht ist es sogar ganz schön, sie wirklich so als einzelne Praxis und Wirkung stehen zu lassen. And maybe it's really nice to just leave it there as an experience and really let it work. Und vielleicht nehmen wir es einfach ein klein wenig in eine Kontemplation, weil maybe we just take this into a contemplation. Lass uns einfach mal sehen, was passiert. Let's see what happens. Aber erstmal müssen wir uns einstimmen. But first we want to tune in. Bring die Hände zusammen, bring your hands together. Atme tief ein, inhale deep. Atme tief aus, exhale deep. Atme tief ein, inhale deep. Und atme tief aus, exhale deep. Und atme tief ein, inhale deep. Und tief aus, exhale deep. Dann atme tief ein zu Beginn, inhale deep to start. Om.
Heart good enough me, sugar good enough me, sad good enough me, city good day, vain enough me. Heart good enough me, sugar good enough me, sad good enough me, city good day, vain enough me. Heart good enough me, sugar good enough me, sad good enough me, city good day, vain enough me. Okay, dann willkommen, welcome. Lass uns erstmal unsere Kanäle ein bisschen klären. Let's maybe start by cleansing our channels a little bit. Hierfür bring the linke Hand ins Gyan Mudra. For this you bring the left hand into Gyan Mudra. Leg sie aufs Knie, you put it on your knee. Und du nimmst deine beiden Finger, Daumen und Zeigefinger. You use the index and the thumb. Und du machst im Prinzip einen Feueratem. You do a breath of fire. Nicht zu schnell, not too fast. Und du wechselst dabei die Nasenlöcher. Ich glaube, wir haben die schon gemacht. Ja? And you switch with this breath of fire, you switch the nostrils. I'm quite sure we already have done it. Die Augen sind ein ganz klein wenig geöffnet. Die eyes are slightly open. Und dann machst du diesen Feueratem und wechselst die Nasenlöcher. And you do the breath of fire, switching the nostrils. Zieh wirklich den Nabel ein und hoch, pull den Nabel in und ab. Bring die linke Hand aufs Herz, bring the left on your heart und mach weiter, continue. Atme tief ein in der Deep. Leg beide Hände auf die Knie. Put both of your hands on your knees. Fühl den Schwerpunkt. Vier Finger unter Nabel. Feel the point of gravity. Four fingers below your navel. Und atme aus. Exhale. Atme ein. Inhale. Halt unter Nabel. Hold below your navel. Atme aus, exhale.
tief ein, innerlieb. Und aus Excel. Und nimm ein paar Atemzüge. Take a few breaths. Lass den Fluss durch beide Nasenlöcher sich balancieren. Let the flow through both nostrils balance. Und bleib in Verbindung mit deinem Schwerpunkt. Stay connected with your point of gravity. Dann leg wieder die linke Hand aufs Herz. Put the left hand back on your heart. Und die rechte in dieser Position and the right into this position. Als wenn du etwas hinter dich schmeißt. Like you're throwing something behind you. Und es ist mehr das Gefühl, das du erzeugst, ist mir egal. The sensation you want to produce is I don't care. Ja, mach das wirklich in einer bewussten Weise. Do this in a conscious way. Mach nicht einfach nur eine Bewegung, als wenn du, ne, als wenn du, es geht darum, dass du dieses Gefühl findest. Okay, wait, warte nochmal. Please wait. Mach nicht sowas. Jeder von uns kann seine Hand hin und her bewegen. Not everybody from us can move their hands back and forth. Kein Problem. This is not a problem. Du gehst in das Gefühl. I don't care. Ja, du gehst in das Gefühl. Ist mir egal. Und während du in diesem Gefühl bist, dir ist egal, wirst du merken, es gibt Dinge, die sind dir nicht egal. Sei dir beides gewahr in dieser inneren Bewegung. Ja? And while you do this and you say, I don't care inside of you, you will actually realize there are some things you care about. And stay with this conflict and hopefully produces some anger. Und wenn es gut läuft, produziert das ein bisschen Wut in dir. Und diese Wut bringst du dann in die Bewegung. And this anger you put into this movement. Du kannst daraus eine Körperübung machen. You can do this into a physical exercise. Oder du kannst an einem sehr tiefen psychologischen Konflikt arbeiten. Or you can address a very deep psychological conflict. Und lass uns da an diese Stelle gehen. Let's go to that place. Okay. Fühl deinen Schwerpunkt, you feel your point of gravity. Und dann fühl dieses Gefühl, ist mir egal. And feel that sense, I don't care. Und schmeiß das wirklich hinter dich. Throw this behind you. Und fühl, wo in dir ist es dir nicht egal? Was sind diese Themen? And then feel inside of you what you not care about. Aber du richtest dagegen. I don't care. Und fühl diesen Konflikt. You feel this conflict. And when you do it with strength, it will affect your breath. And now while you do this with this strength, it will affect your breath. Berühre diese Frustration, die da drin steckt, dass du immer noch carest. Ja? And feel the frustration in that you still care. Du bist, das macht dir Sorgen. Es berührt dich.
Und wenn du diesen Zwiespalt, diesen Konflikt findest, dann bring die Energie in die Bewegung. And when you find this conflict, this crispy thing, bring the energy into this movement.
Now, stretch your arm up. Jetzt streck deinen Arm hoch mit der Handfläche nach vorne. Als wenn du aufzeigst, hier bin ich, as if you are pointing, here I am, und atme and breathe. Lass deinen Atem tief fließen, let your breath flow deep. Und es bewegt etwas in dir, es will move something in you. Sei dir dessen gewahr, be aware of this. Streck deinen Arm, really stretch your arm. Sehr nice. Auf eine sehr angenehme Weise, in a very nice way. Jetzt bring deine linke Hand in den Nacken, bring your left hand into your neck und die rechte parallel zum Boden, and right parallel to the floor und mach Feueratmung, do breath of fire. Nabel ein und hoch, pull the navel in and up. Dann atme ein, inhale und bring deine Hände zusammen vor deinem Herzen. Bring your hands together in front of your heart. Lass deinen Atem fließen, let your breath flow. Und meditiere auf das Mantra, das du jetzt hörst. And meditate on the mantra you're hearing now.
Ja. Ich habe tatsächlich dreilagig und bestelle mir immer eine Palette. Vierlagig, sage ich dir ehrlich, verstopft bei mir das Klo zu. Ich brauche eine Rolle. Jetzt beginn das Mantra zu flüstern. So powerfully start whispering the mantra. So. So.
Jetzt flüstere weiter, continue to whisper. Aber der linke Hand nach oben, the left to the top, die rechte nach unten, the right down, auf deine Knie, onto your knees. Und stell dir vor, dass ihr einander an den Händen haltet, virtuell. Just imagine you're holding each other's hands, virtually. Wir machen diesen Kreis der Heilung, we do the circle of healing. Und du flüsterst, and you whisper the mantra. Alle miteinander, we all together. Bleib in der Position, maintain this position, atme lang und tief, but breathe long and deep. Und fühle die Verbundenheit mit allen, mit uns allen. And feel this connection with all of us. Und atme tief und heil, heile mit diesem Klangstrom. You breathe deep and long and you heal with the sound current. Oh.
jetzt chante laut mit der Kraft deines Nabels. And now sing it loud, the power of your navel. Dann atme tief ein, now inhale deep. Und press deine Muskeln, press your muscles. Jede Faser, every fiber. Und bleib in diesem Gefühl von Verbundenheit, and maintain that sense of connectedness. Feuer aus, fire out. Tief ein, deeply in. Press deine Muskeln, press your muscles. Feuer aus, fade out. Und noch einmal, one more time. Und entspann, relax. Und leg deine Hände in den Schoß für einen Moment. For a moment, put your hands in your lap. Wenn du die Beine strecken musst, mach das ruhig. Wenn you need to stretch your legs, you can do this. Und schau jetzt einmal, wie frei von Konflikt sich gerade dein Space anfühlt. And just recognize how actually free from conflict your space feels in this moment. Deine Hände zusammen, bring deine Hände zusammen. Atme tief ein in den Lieb. So. Satnam. Vielen, vielen Dank. Thanks a lot.
Praxis hat sogar ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Practice actually took a little longer than I thought. Aber eine wirklich schöne Praxis, um innere Konflikte zu lösen. That is a really beautiful practice to resolve inner conflict. Gerade in diesem Bereich, wo wir nicht wollen, dass uns etwas so tief berührt. No? Especially where we do not want the sensation when we are touched by something. Dieser Konflikt, this conflict. Wir sehen uns jetzt eine Woche nicht. We will not see each other for a week now. Aber ich habe dir schon mal, ich poste es hier nochmal, den Link für unsere nächste Morgenmeditation hier reingestellt. I put you the link for our next morning meditation. Da arbeiten wir mit dem intuitiven Wissen. There we will work with intuitive knowing. Freue ich mich ganz besonders drauf. About this one I'm especially happy. Weil ich nach paar interessante Sachen gefunden habe in letzter Zeit, die uns wirklich helfen, in diese entspannte Offenheit zu finden, in diese Rezeptivität, ohne einen Druck zu erzeugen. Ja? Because what we want to explore there is a space where you find this receptive openness without pressuring something. Und dann werden deine feinen Antennen wirkungsvoll. Then this subtle antennas, they will they will start working. So, ich freue mich sehr drauf. I'm looking forward to that. Das hier, lass den Abend nachwirken. This here, let it just really affect you throughout the evening. Also die Kriya heißt für Wohlstand. This Kriya is called for prosperity. Aber ich glaube, für mich geht es mehr darum, diesen inneren Konflikt zu lösen. Und es gib dir einen Raum, in dem du dich tiefer berühren lassen kannst in Interbeziehung. Ja? And it gives you this, this practice gives you the space where you're more touchable in interrelation, because you release this one conflict. Ja? Kann gut sein, dass es auch zu Fülle und Wohlstand führt. Possibly it will lead to prosperity. Aber Prosperity nicht in dem Sinn, dass du mehr Geld anhäufst. Ja? Prosperity in the sense you're making more money. Sondern diese innere Zufriedenheit, das Feeling of being content, das ist, was wirklicher Wohlstand ist. No? Das ist, what real prosperity ist. Und von dort aus wirst du sehen, dass du die Dinge im Leben auf eine andere Weise angehst. And from this place you will start to do things in a different way. Und die intuitive Qualität wird dir zugänglicher. No? And this, you will find a better assessment of your intuitive qualities. Ja? Okay. Dann lass das wirken. Let this work for you tonight. Morgen findest du ja auch schon auf YouTube. Tomorrow you'll find this practice on YouTube, wenn du ein bisschen dranbleiben willst, wenn you want to do it a little longer. Ja? In dem Sinne, in the sense, hab einen wunderbaren Abend. Have a beautiful evening. Wir sehen uns nächste Woche. We meet next week. Bis dahin. See you then. Dankeschön, ja. And thanks a lot.